Ja, moin miteinander. Ja, eBay-Käufe sind immer gut. Ich habe mir was ganz Tolles gekauft. Das gucken wir uns aber erst nächste Woche an. Heute müssen wir den Platz frei machen. Dementsprechend 6,5 Sekunden Intro und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich habe mir was bei eBay Kleinanzeigen gekauft. Ich habe nicht ein Quadratmeter Land, bekomme ja leider Gottes auch nichts. Man will ja trotzdem ein bisschen spielen. Dementsprechend sehen wir nächste Woche, was es sein wird. Ich hoffe, man sieht es da hinten nicht gerade. Ja, hier steht alles so ein bisschen draußen rum. Jetzt müssen wir heute mal den Frontlader anbauen an dem Deutz. Der ist jetzt noch wohl für Trägertreck getrimmt. Aber die Gewichte vorne runter, Frontlader ran, Schaufel ran. Und dann machen wir hier mal den Platz im Fahren frei. Wie man hier sieht, steht das hier alles so rum. Ja, eigentlich schade drum, weiß ich. Hier steht ein alter Zweischaflug rum. Den habe ich mal umgebaut. Da habe ich auch hier die Radnabe neu gemacht, das ganze Rad neu gebaut. Für den Deutz ein bisschen zum Spielen. Hier ist so ein bisschen Schneeschild, Eigenbau, auch komplett eingewachsen. Ja, ist halt so. Und hier steht der Basslader. Auch den hatte ich schon mal fit gemacht. Den holt sich die Natur natürlich immer wieder so ein bisschen zurück. Ja, eine riesen Stahlhalle wäre geil. Hat man aber leider nicht. Und alles unter Dach bringen ist hier leider auch nicht. Dementsprechend muss manches draußen stehen. Ja, Frontlader beim Deutz anbauen geht immer ein bisschen blöd. Ah, hier steht noch eine Heckkiste rum, Leute. Hier habe ich damals mal gebaut vor ein paar Jahren. Da werden wir vielleicht auch noch mal beigehen. Dies Ankuppeln mit diesen ganzen Bolzen hier, das ist alles Banane. Da soll es mal einen Schnellkuppler geben vom Weiße Dreieck. Da werden wir mal beigehen. Mal gucken, wann wir das machen. Ja, heute ist erstmal Frontlader anbauen. Hier steht der Deutz. Ne, mein D30 immer noch für den Trägertreck. Die Räder bleiben jetzt auch drauf. Da fahren wir auf der Wiese nicht ganz so viel kaputt. Die Gewichte hinten bleiben jetzt auch erstmal dran. Ja, hier habe ich zwei Gewichte drin, vollgeschmissen mit Stahlketten und Hantelgewichten und so ein Kram. Und hier werden die Zylinder losgemacht. Hier kommt gleich die Schwinge rein. Aber vorne müssen die Gewichtsplatten runter, weil mit Frontlader, ja, das drückt ja noch mehr auf der Achse. Ich hoffe, dass ich die Bolzen finde. Übrigens, so sieht die Werkstatt aus, wenn mal kein Unimog drin steht. Mal Licht anmachen. Hier, so. Ja, hier steht ja mal der Gute drin. Ja, will man natürlich immer so ein bisschen im Trocknen haben. Dementsprechend ist das hier eng. Ich gucke hier gerade mal so meine ja, Rampelkiste. Hier sind zum Beispiel die Bolzen für die Zylinder an der Schwinge gleich. Die brauchen wir. Ich suche mal alles zusammen und dann bauen wir mal einen Frontlader an und schieben da mal ein bisschen Farnkraut weg. Genau. Ja, auch wenn die Karre mal überdacht ist, das Ding ist komplett zugeschissen hier von den Viechern. Und deswegen steht der Unimog auch drin. Ne? Ja, das letzte Mal lief er auf dem Trägertreck. Das ist mittlerweile auch schon ein bisschen her. Und ja, wir werden sehen, was hier gleich passiert. Ein bisschen vorglühen. Sieht schlimm aus, ne? Da muss ich auch echt bei. Ja, gefällt mir so selber nicht, dass er so aussieht, wie er aussieht. Aber wir werden jetzt noch ein Winterholz mitmachen und dann gehe ich dabei. Übrigens, der Golfball hier mit der 76 drauf ist nicht, weil ich eine faule Sau bin und da keinen vernünftigen Knauf drauf kriege. Das ist ein Golfball von meinem Junggesellenabschied, als wir Cross-Golf gespielt haben. Ja, so, und jetzt wollen wir mal ziehen. Ja, dann wollen wir mal einen Frontlader anbauen. Ist auch immer keine schöne Arbeit. Es nervt einfach, echt. Das Problem bei dem Deutz ist, dass die Fanghaken hier untergreifen. Ja, die müssen wirklich tief fahren, dass sie reingreifen. Und in der Zeit müssen die Zylinder nach vorne gekippt werden. Die liegen dann irgendwo auf dem Vorderachse oder Fangdecker. Und ja, das Einfahren und Frontlader,
eine gerade vor, dass die Schnauze genau zwischen ist. Also einen kleinen Gang rein. Das ist jetzt die kleine Gruppe, erster Gang. Und damit fahren wir jetzt mal in die Schwinge rein. Ja, das schwabbelt auch wieder so ein bisschen. Also Hochglanzplatzierte Trecker, sind wir gleich hier. Ja. Jetzt müssen wir erstmal die Schirme abklappen, weil sonst gehen wir ja, die Augen nicht ganz dabei. Das ist genau das, was ich meine. Die Zwirn ist eigentlich zu kurz. Sie legen gar nicht auf die Lenkstange auf. Du könntest jetzt weiter rausfahren, aber dann passt das oben wieder nicht an dem alten Jahr. Ja? Deswegen habe ich es so versteckbar gemacht, dass ich sie komplett abnehmen kann. Das ist eine Regel von der Anforderung. Ja, Zylinder hängt jetzt runter. Ich will jetzt vorfahren, bis ja, die Augen irgendwo kurz vor der Aufnahme sind. Und dann muss ich den Zylinder ein bisschen hochkurbeln. Das ist alles nicht die eleganteste Art. Ja Leute, in der Not und so, ne? Der ist wesentlich zu hoch jetzt, aber sonst wären wir dann scheinbar gar nicht gekommen. Das müssen wir mit der Knarre. Oh, ich wollte mir da schon mal was Geiles bauen, aber irgendwie ja, hat das dann immer funktioniert. Jetzt nehmen wir den hier bei dem Wagenheber runter. Da ist eine Mittelstrebe einfach hier angebaut. Und mit vorne sieht man ja, wie er jetzt runterkommt. Dann gehen wir jetzt runter, nach der Knöbel, der sich dann hier irgendwie rein. Ist ja. Ja, jetzt liegt er schon komplett auf. Hier kann man ihn auch schon drücken. Ja, mal gucken. Vielleicht kriegen wir den noch reingedrückt. Ja, dann müsste hier noch ein bisschen rüber. Hier, da. Ja, das geht alles so ein bisschen mit Schwung. Das ist hier halt kein Hochglanz, Leute. Moment, mal Hand auf das mal.
Junge, bin ich im Arsch. Es gibt nichts Schlimmeres als 75er Waschbetonplatten. Ist jetzt nicht gerade der beste Garten hier im Hintergrund, aber für den neuen Tüdel, was man sich gekauft hat, wird es reichen. So wächst das Ding nicht sofort nach 3 Wochen wieder ein. Ja, seht ihr nächste Woche Mittwoch, wenn wir den Krempel abholen und auch schon mal testen. Auf alle Fälle kann man mit so einem alten Deutz D30 wirklich noch gut arbeiten, auch wenn es ein Klinklader ist. Mit den Rädern hinten, ja, die kommen jetzt eh wieder runter. Winter ist Holzsaison und ja, er muss mal wieder gewaschen werden. Ja. Ich habe den schon mal vor langer Zeit lackiert und habe den schon mal auseinander gehabt. Eigentlich ist er auch schon wieder dran. Aber der da hinten, der hat in letzter Zeit so viel Zeit gefressen, ja, dass alles andere auf der Strecke blieb. Jetzt ist es der Knubbel. Und wie gesagt, das nächste wird irgendwann der Deutz sein. Ich muss die Achsen aufmachen, die müssen neu gelagert werden. Genau, Leute, das war Tüdelmittwoch heute. Die einen schütteln vielleicht den Kopf und sagen, boah, was macht der da für einen Affenkram? Andere sagen, Alter, der lebt mein Traum. Mein Traum wäre, wenn diese Wiese auch noch meins wäre. Das wäre der Oberknaller. Auch wenn wir hier echt mit Wildschwein zu kämpfen haben. Genau, Leute, ansonsten habt einen schönen Tag. Falls ihr es noch offen habt, ne, hier, keine Ahnung, da, drückt drauf. Freue ich mich. Und ja, Leute, wir sehen uns. Munter.